Euer Gnaden, willkommen an der Sturmküste. Ich hätte euch schon früher informiert, aber wir wurden aufgehalten. Wieso? Wegen einer Horde Banditen, die die Gegend unsicher macht. Sie kennen das Gelände und unsere kleine Schar hatte Schwierigkeiten, ihrer Herr zu werden. Einige unserer Soldaten wollten mit ihrem Anführer verhandeln. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Ich werde tun, was ich kann, um unsere Leute zu finden. Danke, Euer Gnaden. Das ist sehr beruhigend. Die Soldaten wussten nicht genau, wo die Banditen sich aufhalten, aber sie haben weiter unten am Strand mit der Suche begonnen. Angesichts des ganzen Wirbels konnten wir auch noch keine ernsthafte Suche nach den Wächtern einleiten. Als dann, viel Glück und genießt die frische Seeluft. Soll ja gut für die Seele sein. Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Weniger! Das war's. Kran, wie sieht's aus? 5 oder 6 Verwundete, Häuptling. Keine Toten. Ja, das wollte ich hören. Lass die Kehlenschlitzer den Rest erledigen und öffne dann die Fässer. Ihr gehört also zur Inquisition, hm? Freut mich, dass ihr es einrichten konntet. Na kommt, setzt euch. Die Getränke kommen gleich. Und ihr seid der eiserne Bulle, nehme ich an. Ja, normalerweise verraten mich meine Hörner. Ich nehme an, ihr erinnert euch an Kremesius Eclasi, meinen Leutnant. Schön, euch wiederzusehen. Die Kehlenschlitzer sind fertig, Häuptling. So schnell? Lass ihn noch mal nachsehen. Ich will nicht, dass irgendeiner dieser Tevinter-Bastarde davonkommt. Nichts für ungut, Cram. Schon
schon in Ordnung. Ein Bastard weiß zumindest, wer seine Mutter war. Damit ist er deutlich besser dran als ein Kunari, richtig? Also, ihr habt uns kämpfen gesehen. Wir sind zwar teuer, aber wir sind es wert. Und ich bin mir sicher, die Inquisition kann sich uns leisten. Was genau wird es mich kosten? Euch persönlich gar nichts. Außer ihr wollt uns später ein paar Runden spendieren. Eure Botschafterin, wie war noch ihr Name? Josephine. Wir wenden uns an sie und regeln das mit der Bezahlung. Das mit dem Gold wird sich schon klären. Macht euch darüber keine Gedanken. Entscheidend ist nur, dass wir es wert sind. Um die Bresche zu schließen, braucht die Inquisition magische Fähigkeiten. Keine Söldner. Hey, jeder braucht Söldner. Aber wenn ich euch die Sachen noch versüßen muss, wenn ihr an vorderster Front einen Leibwächter braucht, bin ich euer Mann. Ganz egal, was kommt. Dämonen, Drachen. Ach, je größer, desto besser. Und dann ist da noch etwas. Ihr findet es vielleicht nützlich, kann aber auch sein, dass es euch stört. Habt ihr je von Benners Rat gehört? Sie sind eine Gruppierung der Kunari, richtig? So etwas wie ihre Wachen. Ich würde sagen, Spione trifft es eher. Aber ja, das sind sie. Oder, nun ja, das sind wir. Die Benners Rat sind wegen der Bresche besorgt. Derart unkontrollierte Magie könnte überall zu Problemen führen. Ich habe den Auftrag, mich der Inquisition anzuschließen, nahe an die Befehlshabenden heranzukommen und Berichte über die Geschehnisse zu schicken. Aber ich erhalte auch Berichte vom Benners Rat Spionen aus ganz Orlais. Wenn ihr mich in eure Dienste nehmt, teile ich sie mit euren Leuten. In Ordnung, ihr seid dabei. Sehr schön. Krem, sag den Männern, sie sollen unterwegs austrinken. Die Sturmbullen wurden gerade angeheuert. Und was ist mit den Fässern, Häuptling? Wir haben sie gerade erst geöffnet. Mit Äxten. Dann verschließt sie eben wieder. Du bist doch aus Tevinter, oder? Versuch's mit Blutmagie. Wir treffen uns dann in Haven.
Ich beobachte euch, Varric. Nur damit ihr es wisst. Na, da wird mir doch gleich ganz warm ums Herz. Was mache ich denn gerade? Nichts bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt so. Varric Tethras, Paragon der guten Manieren, zu euren Diensten, Sucherin.
wäre ein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Ich habe gehört, eure Bücher sind recht erfolgreich, Meister Tethras. Ich komme zurecht. Das freut mich. Wirklich? Ganz ohne Sarkasmus oder Standesdünkel? Wir leben in dunklen und zornigen Zeiten, Kind des Steins. Vieles, woran die Leute glaubten, liegt in Scherben. Wenn ihr ihnen mit den Welten, die eure Bücher füllen, einen Hauch von Frieden bringt, habt ihr mehr getan als die meisten anderen. Thank you.
Solis, habt ihr je erwogen, den Zirkel von innen heraus zu reformieren? Ihr besitzt sowohl Wissen als auch Weisheit. Ihr hättet etwas bewirken können. Ich bewundere euren Optimismus. Doch ihr solltet euch aufrichtig fragen, wie die Templer wohl darauf reagiert hätten. Ihr fürchtet, sie hätten euch zu einem Besänftigten gemacht. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran. Meine Studien sind eine Bedrohung für bestehende Vorstellungen. Man hätte mich niemals toleriert. Ihr habt vermutlich recht. Es wird ein hartes Stück Arbeit, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie euch, Sucherin. Irgendetwas sein. Die Wächter sind hier durchgekommen. Dieses Lager wurde vor einiger Zeit aufgegeben.
habt ihr euch eigentlich über alles Notizen gemacht, Varric? Geht's auch ein bisschen genauer, Sucherin? Die Inquisition. Ihr habt doch nicht vor, ein Buch über uns zu schreiben, oder? Macht euch keine Hoffnungen. So interessant seid ihr nun auch. Ich sehe was? Nein. Aber... Nein. Ihr müsstet eigentlich gut sein im Finden von Dingen. Hawk habt ihr allerdings nicht gefunden. War im Lager der Wächter.
glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Gibt es wenigstens Bestrebungen, Orsamar und Karl Scharrock wieder zu vereinigen? Los mit euch, Grayskram. Wieso liegt euch so viel an den Zwergen? Ich habe im Nichts einmal die Erinnerung eines Mannes gesehen, der allein auf einer Insel lebte. Der Großteil seines Stammes war wilden Tieren oder Krankheiten zum Opfer gefallen. Seine Frau war im Kindbett gestorben. Nur er war noch übrig. Er hätte sich aufmachen können, um ein neues Land zu finden. Ein neues Volk. Aber er ist geblieben. Während er Tag für Tag aufs Meer hinausruderte, um Fische zu fangen, trank er in den Nächten den Saft vergorener Früchte und beobachtete die Sterne. Es gibt Schlimmeres. Wie konnte er einfach aufgeben, im Wissen, dass mit ihm alles endet? Wieso hat er nicht gekämpft? Ich schätze, das hatte etwas mit dem vergorenen Fruchtsaft zu tun. Sieht so aus.
Müssen Küsten eigentlich immer so melodramatische Namen haben? Die Sturmküste, die verwundete Küste, die mürrische Küste. Es ist nur Wasser. Lasst uns unseren Aufenthalt hier so kurz wie möglich halten. Tut mir leid, dass ich euch mit meinen Fragen über euer Volk belästigt habe, Varric. Ich sehe so viel von dieser Welt in den Träumen der Menschen, meines eigenen Volks, ja sogar der Kunari. Allein Zwerge bleiben mir verschlossen, von einigen Erinnerungsfetzen einmal abgesehen, die irgendein Geist aufgeschnappt hat. Jetzt weiß ich, warum ich so wenig sehe. Ach ja? Wisst ihr das? Zwerge sind der abgetrennte Arm eines vormals mächtigen Helden. Richtungslos. Jeglichem Waffengeschick auf ewig beraubt. Er mag zwar zucken und lebendig erscheinen, doch er wird niemals träumen. Hm. Sag das bloß keinem Vertreter der Karta, Griesgram. Er könnte es in den falschen Hals kriegen. Thank you.
Wächter müssen weitergezogen sein. Aber wo sind sie hin, frage ich mich. Sie suchen nach jemandem. Vielleicht waren sie ja auf Geschäftsreise, auf einer geheimen Mission oder was auch immer. Vielleicht, dass es gerade keine Verderbnis gibt. Wen auch immer die Wächter suchen, er hat sie von hier fortgeführt.
wirklich den Großteil eurer Zeit im Nichts? So viel wie möglich. Das Nichts enthält Wissen im Übermaß für jene, die wissen, wo sie suchen müssen. Sicher, aber ich weiß nicht, wie ihr da drin träumen, geschweige denn herumlaufen könnt. Zumal die Scheiße, die aus dem Nichts kommt, in der Regel ziemlich verschroben aussieht. Genau wie die Menschen. Und doch arbeiten wir mit ihnen zusammen, wenn wir müssen.